journalvermedia.at. Und heute möchte ich über die Basis der Suchmaschinenoptimierung sprechen, also über die Grundlage, über den Grundstein, über den Ausgangspunkt, wie man denn so beginnt in der Recherche, also in der Suchwortrecherche oder auch auf Englisch Keyword-Recherche genannt. Hier möchte ich kurz zeigen, warum man das überhaupt macht, warum es wichtig ist und wie man dabei vorgeht. Also zuerst einmal, warum sollte man sich ganz genau anschauen, auf welche Keywords, auf welche Suchworte optimiert werden soll. Hier ist es natürlich sehr wichtig, genau auf diese Worte, auf die man optimiert, sollten natürlich auch die Suchworte sein, nach denen die User, ihre Kunden am häufigsten suchen. Dann ist natürlich die Chance, dass sie hier damit einen Umsatz machen, wenn sie mit diesen Keywords oder Suchworten weit vorne gelistet sind, dementsprechend höher, als sie würden hier Keywords auswählen, die kein hohes Suchvolumen haben. Das heißt, niemand sucht danach oder sehr wenige Leute suchen danach. In hart umkämpften Märkten spricht man sogar davon, picking a keyword is picking a fight. Also Sie müssen sich im Klaren sein, wenn Sie sich für ein Suchwort, wenn Sie sich für ein Keyword entscheiden, dann ist das mehr oder weniger die Basis. Auf dieser Basis baut dann viel Arbeit auf in der Suchmaschinenoptimierung und hier nicht auf das richtige Keyword zu setzen, würde viel Ressourcen und auch viel Geld verschwenden, mehr oder weniger. Vorgehensweise, wie gehen Sie also am besten dabei vor? Wie können Sie herausfinden, was denn die Keywords sind, auf die Sie optimieren sollten? Hier mal zu Beginn sollten Sie sich hinsetzen, ob alleine oder im Team, einfach ein kurzes Brainstorming machen, auf einen Zettel Wörter zusammenschreiben. Also Sie nehmen sich ein bestimmtes Produkt oder Sie nehmen sich Ihre Dienstleistung hier und überlegen sich, wie könnten denn die User diese Dienstleistung suchen? Wie könnte der Normalverbraucher oder wie könnte Ihre Zielgruppe sie suchen? Und hier ist es ganz wichtig, es ist hier sehr gefährlich, dass man betriebsblind vorgeht. Also gehen Sie bitte nicht davon aus, wenn jetzt Ihre Zielgruppe nicht sehr speziell ist, dass die User zum Beispiel nach Fachbegriffen oder nach Worten suchen, die in der Branche üblich sind. Wie gesagt, wenn es eine sehr spezielle Branche ist, wo das üblich ist, dann ist es vielleicht angebracht. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel im normalen Sektor arbeiten, dann werden die Leute nicht mit diesen Fachbegriffen nach ihren Dienstleistungen oder nach ihren Produkten suchen. Darum ist es hier sehr wichtig, sich wirklich in Ihren User, also in den Besucher, der nach Ihrem Produkt oder nach Ihrer Dienstleistung sucht, hineinzuversetzen und versuchen, mit den Worten dieser Zielgruppe eben zu arbeiten und die Keywords auf Basis dieser Zielgruppe zu sammeln und zu optimieren. Also wie gesagt, das können Sie natürlich auch im Team machen. Setzen Sie sich mit Ihren Mitarbeitern zusammen, fragen Sie Ihre Kunden, fragen Sie Freunde, fragen Sie Bekannte, wie Sie dieses Produkt finden oder suchen würden, was Sie eingeben würden in den Suchschlitz der Suchmaschine. Und Sie können natürlich auch eine Umfrage machen. Also jede Art, irgendwelche Keywords zu finden, die dann interessant sein könnten für Ihr Produkt oder für Ihre Dienstleistung, sollten Sie hier natürlich ausnutzen. Hier ein Sonderfall, wenn Sie vorhaben, in verschiedenen Sprachen oder in verschiedenen Ländern zu agieren, bitte hier unbedingt einen Muttersprachler zur Seite, also als Berater zuziehen, denn hier ist es gefährlich, hier sollte man nicht einfach das Keyword, das man dann gefunden hat, also dieses Suchwort nicht einfach zum Beispiel in ein Übersetzungsprogramm hineinkopieren und dann in der anderen Sprache mit diesem übersetzten Wort einfach arbeiten, da die Kulturen doch recht verschieden sind und Wörter auch dann ganz eine andere Bedeutung haben können und eben auch vielleicht in anderen Kulturen irgendwas ganz anderes damit verbunden wird und es hier bessere Keywords gäbe. Also sobald Sie ins Ausland gehen oder sobald es eine andere Sprache ist, bitte hier fachkundige Leute hinzuziehen, die wirklich wissen, wie es in dieser Sprache, in diesem Land aussieht.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Analyse. Also wenn Sie jetzt diese ganzen Suchbegriffe auf ein Blatt Papier oder in ein Word, in ein Excel zusammengeschrieben haben, dann kommt die Analyse mehr oder weniger. Also Sie verwenden dann Software, um zu analysieren, welche Keywords denn interessant sind. Interessant in Bezug auf das Suchvolumen. Das Suchvolumen gibt Ihnen an, wie viele Leute dieses Wort oder diese Wortgruppe entweder lokal oder global in einer bestimmten Sprache suchen. Hier können Sie, wenn Sie keine spezielle SEO-Softwarelösung zur Verfügung haben, können Sie das Google Keyword Tool verwenden, also das Google Keyword, also dieses AdWords Tool von Google, dieses AdWords Keyword Tool. Hier können Sie dann Ihren Suchbegriff eingeben, können eingeben Ihr Land oder Ihre Zielregion und bekommen dann ausgewiesen, wenn Sie hier eine Liste der Keywords hinein kopieren, kriegen Sie dann hier das Suchvolumen ausgewiesen und auch die Konkurrenz, das heißt, es steht dann hier schwer, mittel oder leicht. Das ist eigentlich dafür gedacht, für Personen, die AdWords schalten, damit sie die Konkurrenz besser einschätzen können, das Konkurrenzumfeld. Es lässt sich natürlich aber auch verwenden, jetzt in Bezug auf die Suchmaschinenoptimierung, wenn man herausfinden möchte, welche Keywords denn ein gutes Suchvolumen haben und welche Keywords denn nicht so umkämpft sind wie andere. Überall, wo Sie dieses SC daneben sehen, da wird es einen speziellen Screencast dazu geben. Also ich erkläre hier zum Beispiel im ersten Screencast, wie das Google Keyword Tool funktioniert, damit Sie sich hier ein bisschen leichter tun in der Recherche. Weitere Tools, die Sie verwenden können, sind natürlich auch hier Metagear, das ist www.metagear.de, da wird es auch einen Screencast dazu geben. Das versucht mehr oder weniger dieses Programm semantisch, das heißt wortverwandt, also verwandte Begriffe zuzuordnen. Wenn Sie hier einen bestimmten Suchbegriff eingeben, wird das Programm Ihnen andere Suchbegriffe ausgeben, die dem Wort sehr nahe stehen oder die im Umfeld des Wortes sind und auch gute Keywords sein können. Wenn jetzt zum Beispiel Ihr Hauptkeyword schon sehr umkämpft ist, lohnt es sich oft, entweder Wortkombinationen zu verwenden oder semantische Begriffe zu verwenden. Was Sie auch machen können, Sie können auch in Ihre Google Analytics Daten schauen oder überhaupt in Ihre Analytics Daten, ob Sie hier Keywords finden, die interessant oder relevant sind. Hier sehen Sie auch, wie viele Leute haben nach bestimmten Keywords gesucht. Also das könnte auch relevant sein, könnte natürlich auch hier in die Analyse oder in die Keyword-Recherche schon einfließen. Man kann es auf jeden Fall hineinnehmen, wenn man hier Suchwörter oder eben diese, wie es im Englischen heißt, die Keywords sucht. Wenn Sie hier sehen in den Analysedaten, dass sehr viele Leute über ein bestimmtes Keyword kommen, dann lohnt es sich vielleicht für Sie, auf dieses Keyword zu optimieren. Was man auch machen kann, Sie können, wenn Sie jetzt überhaupt nicht wissen, auf welche Keywords Sie optimieren sollen, gehen Sie her und schauen Sie sich die Top 10 an, zum Beispiel für Ihren Markt. Schauen Sie sich den Quellcode an, ein Klick mit der rechten Maustaste, Quellcode anzeigen. Sehr viele Seitenbetreiber schreiben auch schön die Keywords, auf die Sie optimieren, in den Quellcode. Vielleicht können Sie ja da eine Idee ableiten, was lukrativ sein könnte. Übrigens empfehlen wir aus diesem Grund, keine Keywords in die Metadaten zu schreiben, da sie von den Suchmaschinen nicht gewertet werden und wie gesagt nur für solche Zwecke eigentlich von den Mitbewerbern mehr oder weniger missbraucht werden können. Also habe ich schon kurz angesprochen, wenn Sie hier feststellen in der Analyse, dass Sie ein Wort haben mit sehr hohem Suchvolumen, also Sie würden hier so vorgehen, dass Sie die Wörter hinein schmeißen hier ins Google Keyword Tool, sortieren Sie dann nach Suchvolumen. Die Keywords mit dem höchsten Suchvolumen, wenn Sie natürlich damit auch, das nehmen wir an, Sie würden den gleichen Umsatz oder den gleichen Gewinn mit diesen Keywords machen, dann ist natürlich das Keyword mit dem höchsten Suchvolumen das interessanteste. Wenn Sie hier aber nur Keywords haben mit hohem Suchvolumen und hoher Konkurrenz, dann ist es sinnvoll, dass man hier zum Beispiel zwei starke Keywords kombiniert und sozusagen Longtail optimiert. Das heißt,
Sie verwenden dann Keyword-Kombinationen oder, wie wir auch schon gehört haben, Sie verwenden semantische Wörter, also Wörter, die im Endeffekt fast dieselbe Bedeutung haben oder eben im sehr nahen Umfeld stehen und vielleicht das Keyword auch beschreiben, nur anders eben. Wenn Sie das jetzt alles analysiert haben, Sie wissen jetzt, auf welches Keyword, auf welches Suchwort Sie optimieren möchten, geht es natürlich dann an die Umsetzung. Auch bei der Umsetzung möchte ich das kurz vorzeigen in einem Screencast, damit Sie sich leichter tun. Bei der Umsetzung ist es ganz wichtig, hier eine klare Seitenstruktur, also ich spreche jetzt von der Website, wenn Sie das Keyword gefunden haben, wie Sie Inhalt für das Keyword schaffen und was Sie beachten sollten. Also Sie sollten einmal schauen, dass es eine klare Struktur gibt. Am besten, also wenn das ein starkes Keyword ist, eine starke Dienstleistung von Ihnen, sollten Sie dieses Keyword, wenn geht, natürlich in der Navigation unterbringen, möglichst weit oben in der Navigation, also nicht so tief verschachteln. Google oder die Suchmaschinen gehen davon aus, je höher in der Hierarchie ein Navigationselement ist, umso wichtiger ist es höchstwahrscheinlich, weil sie es ja sonst tiefer gesetzt hätten. Also eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Hier wichtig, pro Keyword sollten Sie nur, also für jedes Keyword sollten Sie eine eigene Unterseite definieren. Man kann hier natürlich auch auf 2 oder 3 Keywords optimieren, aber ideal ist es so, dass Sie pro Unterseite ein Keyword optimieren und dass man wirklich so vorgeht, dass man, also wie hier schon gesagt, das Keyword vielleicht in der Navigation hat, dann auch noch einen Subfolder vielleicht anlegt. Das würde dann so ausschauen, oder einfach eine eigene Datei, also einen Dateiname, der das Keyword beinhaltet. Wenn zum Beispiel ausgehen, wenn ich für Suchmaschinenoptimierung optimieren möchte, würde ich dann entweder einen Subfolder mit Suchmaschinenoptimierung machen oder einfach eine Datei, die heißt suchmaschinenoptimierung.html. Hier geben Sie der Suchmaschine noch mehr die Sicherheit, dass es hier um das Keyword gehen muss. Oder natürlich kann man es auch anders beeinflussen, dass es dann nichts damit zu tun hätte. Aber es ist natürlich für die Suchmaschine schon sehr wahrscheinlich, wenn Sie das Keyword in der Navigation haben, wenn Sie das Keyword irgendwo in der Seitenstruktur verpackt haben. Wenn Sie das Keyword dann hier fortfahrend weiterführend im Seitentitel verpackt haben, hier möglichst weit vorne das Keyword verpacken. Wenn Sie das Keyword in einer H1-Überschrift haben, also hier muss man bitte aber wirklich darauf achten, es soll natürlich wirken, wenn das Keyword nicht ganz vorne im Seitentitel eingebaut werden kann, weil es eben sich das komisch liest oder wie, dann geben Sie das Keyword eben an 2. oder 3. Stelle oder wie auch immer. Hier ist wichtig, dass es natürliche Sätze sind, dass es wirklich natürlich klingt, dass es keine Aufzählungen sind, also nicht Keyword 1 / Keyword 2 / Keyword 3 und dann vielleicht noch Ihren Brand dahinter, sondern bei allen diesen Schritten wirklich versuchen, natürlich zu sein. Also wir sind hier stehen geblieben bei der H1-Überschrift, also generell natürlich, H1-Überschrift ist wichtig, aber dann auch eine weitere schöne Gliederung, wie eine H2-Überschrift, H3-Überschrift, Listenelemente, Bildelemente, Aufzählungen, Nummerierungen. All diese Faktoren erleichtern es dem User, den Inhalt zu lesen und sich anzuschauen und aber auch der Suchmaschine. Eine gute Strukturierung ist für die Suchmaschine angenehm zu crawlen und gibt auch Vorteile. Natürlich ist die Seiteninhalt, es ist wichtig, dass dieser Content, dieser Seiteninhalt, der dann geschrieben wird über das Keyword, natürlich semantische Begriffe beinhaltet, dass es wirklich Begriffe beinhaltet, die rund um dieses Keyword angesiedelt sind, dass natürlich das Keyword vorkommt, das Keyword aber nicht zu oft vorkommt, also nicht zu sehr darauf achten, dass man hier eine große Keyword-Dichte hat, wie man es früher gemacht hat, sondern schauen, dass es doch einfach mal vorkommt natürlich, aber dass es in einem ganz natürlichen Bezug vorkommt und dass es nicht wirklich vollgestopft ist, sondern wirklich natürlich aussieht und für den User geschrieben ist. Was auch sehr wichtig ist, ist die Verlinkung, die interne Verlinkung und natürlich auch die externe Verlinkung, jetzt aber nur in Bezug auf, wenn Sie jetzt relevante Dinge haben, wie zum Beispiel
wenn ich dieses Video einstelle, darunter den Text schreibe und dann relevant auf den Screencast zum Beispiel verlinke, so bekommt die ganze Seite, also Ihre ganze Website, eine schön verlinkte Struktur, eine sinnvoll verlinkte Struktur. Hier sollten Sie aber aufpassen, dass Sie zum Beispiel nicht, wenn Sie jetzt für Keyword A optimieren, hier keinen Keyword-Link machen, wo das Keyword verlinkt ist, wo das dann auf eine andere Seite verweist, weil sonst die Suchmaschine ja ein bisschen in die Irre geführt wird sozusagen. Sie optimieren ja gerade diese Unterseite für dieses Keyword und dann machen Sie einen Keyword-Link auf eine andere Seite. Also hier sollte man ein bisschen darauf achten, dass auch die interne Verlinkung gut strukturiert ist. Hier geht es natürlich dann weiter mit dem Quellcode der Seite, ganz wichtig, mit der Title, also den Titel, den die Seite hat, und die Meta-Description, also dass auch hier ein schöner Beschreibungstext angefertigt wird, ein natürlicher Beschreibungstext, der Ihr Keyword, Ihr Suchwort schön beschreibt, natürlich beschreibt. Gut, das war's für heute. Wie gesagt, es gibt zu all diesen Themen noch einen extra Screencast, in dem ich zeige, wie Sie zum Beispiel das Google Keyword Tool verwenden, das mit MetaGear semantische Wörter finden, wie Sie in Ihrem Analytics feststellen können, ob jetzt irgendwelche Keywords besonders oft gesucht werden oder interessant sein könnten für Sie. Ich zeige kurz, wie Sie in den Quellcode schauen können, um Konkurrenten zu entlarven, mehr oder weniger, oder nachzusehen, was auf was für Keywords optimiert denn die Konkurrenz. Und es wird noch einen Screencast geben, wo ich kurz zeige, wie man denn diese Punkte umsetzt. Also wenn man jetzt ein Keyword gefunden hat, das relevant oder interessant ist vom Suchvolumen, von der Konkurrenz und was ihnen natürlich auch Umsatz oder Gewinn bringt, dann werde ich das im 5. Screencast zeigen. Gut. Das war's, wie gesagt, für heute. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und tschüss.